Mein Leben, das war bis jetzt eigentlich recht hart. Gerade wegen meinem Vater, wegen der Sucht, wegen der Krankheit, die er hatte. Allerdings mache ich jetzt momentan die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker in der Fachrichtung Nutzfahrzeuge. Doch mein Ziel an sich ist es, Fernfahrer zu werden. Mein Vater, der hat mich früher des Öfteren mitgenommen auf Touren. Der ist sehr viel LKW gefahren. Ich schätze mal, auf den Touren, auf denen er mich mitgenommen hat, hat er mich quasi mit dem sogenannten Dieselfieber angesteckt. Daniel aus Engen ist 18. Sein Vater trank, seitdem er sich erinnern kann. Mein Vater war eine Person, wenn die genügend getrunken hat, dann ist er nicht lustig geworden oder hat rumgehampelt, sondern ist aggressiv geworden. Da ist es das öfter mal zu Auseinandersetzungen gekommen. Meine Mutter, die wurde das öfter verschlagen von meinem Vater, ich, meine kleine Schwester. Ich kann euch ein bisschen was zeigen in der Küche. Also was hier so mit meinem Vater passiert ist, hier zum Beispiel das, die kleine Stelle, da ist ein Messer geflogen. Hier also zum Beispiel die Fensterscheibe hier, da hat mein Vater und meine Mutter dagegen geworfen. Und das ist das Schlimme, sowas mitzukriegen, dass sich die Eltern so streiten, dass Sachen dabei kaputt gehen, dass sie sich so wehtun. Das ist schlimm, sowas will man nicht. Es tut weh, sowas. Es gab Tage, da bin ich, daran kann ich mich gut erinnern, quer durchs Haus gerannt, weil ich einfach mal weg wollte. Weil mein Vater wieder ausgetickt ist und meine Mutter geschlagen hat. Weil ich dann, ja, weil ich das nicht mehr miterleben wollte. Es tut einem weh. Als Daniel 6 ist, trennen sich die Eltern. Wir haben alles Mögliche getan, damit er trotz dieser Erlebnisse normal aufwächst. Wir waren beim Psychologe, wir waren beim Psychiater, er war in der Kindergruppe, viel zusammen gemacht, ohne Papa, auch in der Zeit, wo der Papa halt zur Reha war oder im Krankenhaus war oder dann auch weg war, weil er nicht mehr hier gewohnt hat. Also bei der Kindergruppe Aufwind in Radolfzell bekommt Daniel ab dem 9. Lebensjahr einmal wöchentlich eine Auszeit vom Stress zu Hause. Klar, es tut gut, über solche Sachen, gerade wie jetzt mit meinem Vater zu reden. Es ist auch wichtig, dass man darüber redet, dass man sich das nicht die ganze Zeit in sich reinfrisst und ja, es befreit ein Stück weit. Im Laufe der Jahre, und ich kenne den Daniel jetzt wirklich sehr, sehr lange, da hat er alle Lügen gestraft, also so aus dem Kind, aus dem sowieso nichts werden soll. Er ist ein guter Schüler geworden, zwar nicht ein sehr guter, aber ein guter Schüler, hat seine Schule also so beendet, hat eine Lehre begonnen, wo wirklich also die wenigsten Wetten abgeschlossen hätten, dass er diese Lehre auch beendet. Und das hat er ja alles also mit Bravour gemacht. 2017 verliert Daniels Vater den Kampf gegen den Alkohol. Ein letztes Mal besucht er ihn. Ich habe es ihm gesagt, quasi auf dem Bett im Krankenhaus, es ist vergeben und vergessen. Das war so ein Gedanke von mir quasi, bevor er in den Himmel geht, dass ich ihm nochmal sage, dass es vergeben und vergessen ist. Dass er quasi daran nicht denken muss oder dass das nicht mit in den Himmel geht, dass er einfach seinen Frieden hat. Ja. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft genommen habe, aber ich hatte sie. Allen Verletzungen zum Trotz, Daniel träumt von einem Leben als Fernfahrer, so wie einst sein Vater. Ich habe einen Kipper selber gebaut gehabt, so einen Vierachskipper. Den habe ich ihm mitgegeben ins Grab. Hat er früher auch mal gefahren, so ein Mercedes, den habe ich ihm auch quasi mitgegeben ins Grab. So als kleines Geschenk, selbst im Jenseits noch. Mein Lieblingsort ist die LKW-Kabine. Ich bin sehr, sehr gerne da drin. Es gibt mir so ein bisschen so das Gefühl von Freiheit. Es bringt mich meinem Traum jedes Mal ein Stück näher, Fahrer zu werden.